Es gibt ja auch Beichtstühle, hättest du was? Ja. Aber die Zeit haben wir nicht. Viele werden mich fragen, warum triffst du dich überhaupt mit Harald? Es ist eine ganz schlechte Woche. Es ist ein ganz schlechtes Timing. Bist du das gefragt worden? Ja. Ja, nein, überhaupt nicht. Also, aber ich habe mich schon gewundert. Worüber? Ich habe mich über das Foto tatsächlich gewundert. Ich habe mich wirklich gewundert. Jetzt auf dem Gartenfest in Zürich? Ja. 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 Warum? Wegen Dr. Maaßen und wegen der Leute. Ja. Und ich hab wirklich gedacht, da kommt noch ein Gag. Und ich wollte dich eigentlich als erstes fragen, aber jetzt habe ich Zeitinterview. Frag mich, ja. Ja, ich habe das Zeitinterview. Ach so, ja. Meine Frage wäre gewesen, bist du schon juristisch gegen diese Fotomontage vorgegangen? Aber es war echt. Hallo. So, aber die Leute lieben dich immerhin noch. Ja, nein, da gibt es ja überhaupt keinen Grund. Das war ja, wie gesagt, das war ein Gartenfest, schätzungsweise 400 Leute. Ja. Ja. Und da war ein Foto nach dem anderen und so weiter. Und dann wurde das Foto gemacht. Also es gibt für mich ja überhaupt gar keinen Grund, irgendwie unzufrieden mit diesem Foto zu sein, weil ich war dabei, als es gemacht wurde. Ich habe gesehen, wer links und rechts stand. Ich habe gesehen, wer drumherum stand. Und ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich als Einziger so gefeiert werde. Vorsicht, Rot! Dürfen wir noch, weil es regnet sehr stark. Dürfen wir noch, es regnet. Ja. Danke, super. Das ist sehr nett, danke schön. Ja. Jetzt regnet es natürlich richtig. Und das Sympathische finde ich, dass wir beide überdacht stehen und das komplette Team im Regen. Wollen Sie ein Foto? Nee, wären Sie halt kurz rausgekommen. Ne? Ja, machen wir doch schnell, ja? Ja, ja. Mutig. Hallo. So, super, ja? Okay, danke. Und weiterfahren. Danke. Ciao. Aber jetzt, ich weiß jetzt, was ihr mitmacht. Der Regen ist ja Hölle. Das ist wirklich, das hatten wir noch nie. Ja, nee, noch gar nicht. Gleich auch. Welche ist es? Die nach Rechtsheim? Genau, da könnt ihr euch überlegen, ob ihr nur bis Schillerplatz fahren wollt, wo der berühmte Brunnen steht. Ja. Ja. Oder noch die Wasser haben wir gerade genug. Ja, nee, wir bleiben lang genug drin. Oder ja. Noch eine weiter, weil dann fährt sie die steilste Strecke Deutschlands. Das wollen wir. Die steilste Strecke Deutschlands. Das ist ja fast eine 30-minütige Sondersendung im SWR. Ja. Steile Strecken im Ländle. Ja. Ist das unsere Bahn? Ist das die steilste Bahn? Ja. Das ist die steilste Sicher? Bahn. Ja. Okay. Ich habe hier für uns reserviert. Wo ist denn die erste Klasse? Wir können ruhig sitzen. Ja, ist gut. Das ist, Ist auch ein Statement. Ja. Was hat er gesagt? Er will nicht mit uns gesehen werden. Ach so. Spaß. Danke, ebenso. Der steile Strecken. Ah, toll, das können wir dann von außen nachdrehen. Ja. Oder vielleicht auch zukaufen. Können wir da so Footage-Material kaufen? Ich glaube, noch einer draußen zu nehmen. Wir haben doch dieses Mal das Geld für die Tiefgarage gespart. Der legendäre frühere, und jetzt gehen wir weiter in die Anekdotenwelt, Unterhaltungschef des Süddeutschen Rundfunks, damals noch Edwin Friesch, der hatte die Maxime, was ich sehe, zahle ich. Ja. Guter Satz. Mhm. Weil du weißt, es wird oft, heutzutage ist es alles voll mit Controllern, aber es werden oft Kräne abgerechnet, 11 Kamerateams und so weiter. Und der Schwager macht es mit dem Handy. Ja. Geht ja alles heute. Selbstverständlich. Und auch, dass man 14 Tage vorher anreist, habe ich ja auch noch. Das war eine schöne Zeit. Man sagt, Harald, komm schon auf, wir tun Wurste. Also wurde Wurst gemacht, Backstage, verstehen Sie Spaß. Ja. Das war ja nicht schlecht. Ja. Es war ein ganz anderer menschlicher Kontakt im Team. Kommst früher mit so einem Bursche. Und menschlicher Kontakt ist dir ja besonders wichtig. Ja, und das menschliche Kontakt war ja damals noch sozusagen ohne Hashtag. Ja. So, hier steigen wir aus. Was? Nein! Wir steigen noch nicht aus. Bei dem Wetter? Wir alle? Wir steigen wirklich aus? Ist alles gesehen. Aber Sie können drin bleiben. Okay. Wieso steigen? Ja, komm. Sammelst du Wasser? Sag mal, was ist das denn? Das hat er mit Absicht gemacht. Nachdem wir die Strecke jetzt erlebt haben, würden wir wieder runterfahren oder runtergehen. Ich habe gar nichts erlebt. Ich habe das gar nicht mitbekommen mit der steilsten Mich hat es gar nicht interessiert. Ja. Aber, ich habe mir mal einmal Faust. Warte mal, weg. Ja. Gehen wir schnell hier rein. Mit. Ja. So, geht schon. Ach so.
Nein. Nee, nur, dass ich bis die Herrschaften drin sind. Aber heute sieht es ja wirklich wie aus Kübeln. Was ist denn da los? Das habe ich aber doch noch nie erlebt. Beim Traumschiff wird man jetzt aber dann einfach weiterfahren und erst drehen, wenn die Sonne wieder rauskommt. Nee, man würde natürlich blitzschnell umdisponieren, man würde drinnen drehen. Ah, okay. Also vielleicht eine Szene, wo sagen wir mal, jetzt die Ehefrau ein Kleid im Schrank entdeckt, was nicht ihr gehört. Ja. Was ist das denn? Close-up vom Kleid. Ja? Oder vielleicht auch drehen eine von den 11 Szenen, wo ich die Treppe runterkomme und sage, Captain, ich habe Neuigkeiten. Also richtig aufwendig ist es für dich textlich nicht, ne? Es wird immer mehr. Und das heißt, das sehen natürlich, ich glaube, vor Ort fällt es nicht so auf, aber wenn die sich die Muster angucken in Mainz, dann sagen die, baut mal die Rolle aus. Willst du das? Ja. Haben wir denn auch eine feststehende Bahn, mit der wir runterfahren dürfen, oder können wir in eine einsteigen, die in die Richtung fährt? Aber eine feststehende Bahn ist ganz unpraktisch, weil es wäre schon gut, wenn die fahren würde. Das gefällt mir natürlich. Das ist diese Schnelligkeit, die ich bei den Jungen heute ein bisschen vermisse. Der saß. Bei den Jungen. Fahren wir hier mit? Möbel Martin. Ob das da noch keiner rangeschrieben hat? Fair Möbel Martin als Job. Hallo. Es gibt ja das Gerücht, ich war ja damals eine Zeit lang in der Show, auch mit den AutorInnen. Ja, ja. Nee, es waren nur Autoren. Ja, mit den Autoren nahe und selbst davon sozusagen halb einer. Und es gibt das Gerücht, dass du zum Beispiel, wenn du Recherchen über die Gäste, die kommen, ja, dann hast du die vor den Augen derer manchmal zerrissen und in den Papierkorb. Anfangs. Ja. In der Endphase kam der Autor rein mit dem Briefing. Ich machte so und er warf es selber in den Papierkorb. Wirklich. Es war aber ein Ritual. Ja, schön. Ja. Das ist aber schön hier. Hallo. Jimmy. Wie heißen die beiden denn? Das ist Louis und das ist die Betty. Ich glaube, er meinte gar nicht die Hunde. Ach so, okay. Louis und Betty, das sind aber zwei Wiefen, ne? Ja. Ja, schön. Harald schön. Ist ein ganz großer Hundefan. Ja. Louis und Betty. In Frankreich heißen die alle Jimmy. Das weiß ich, als sie noch auf Campingplätzen waren in Frankreich. Jimmy! Hast du eigentlich mal... Deine Kinder wollten bestimmt irgendwann mal einen Hund. Ja, aber ich habe dann gesagt, ein Hund braucht, ist praktisch wie ein, der Standardsatz ist, ein Hund ist ja wie ein Kind, was nicht erwachsen wird. Ja. Der muss 3-mal am Tag raus und ein Hund braucht natürlich Zuwendung, ja, und ein Hund wird ja auch mal krank. Ja. Also ich kenne viele absolute Hundeleute, die mit Jagdhunden auf der Couch nachts geschlafen haben, weil der Hund Durchfall hatte. Frisst ja irgendwas, wo ihm der Nachbar was hinwirft oder so. Und also ein Hund braucht echte Zuwendung. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht morgens, lasse ich mich nicht schon über den Beton schleifen mit dem Hund. Und ich habe auch kein kleines Tütchen dabei, in dem ich in den warmen Haufen greife. Ja. Zumindest nicht vom bei Hunden. Hund. Ja. Du bist einfach schneller. Ja. Du bist einfach schneller. Wann müssen wir denn im Landtag sein? Ja, angekriegt sind wir für 15 Uhr. Aber länger als 6 Stunden möchte ich nicht machen, weil sonst muss ich nachzahlen. Du hast wirklich noch dieses Handy? Ja. Das ist der Telekom-Shop Week of Föhr. 78 Euro. Hast du ein Schnäppchen gemacht? Ja, und es hat einen riesengroßen Vorteil. Ich schicke dir eine MMS, ich vergiss es. Ja. Ich krieg sie nicht auf. Ja? Ich schicke es dir schnell als Datei, sei vergiss es. Das ist so geil. Alles diesen ganzen Sachen, vergiss es einfach. Schmeiß es gleich in den Papierkorb. Aber es hat so was Exzentrisches, das passt irgendwie. Ja, und es löst übrigens auch tiefe Wut aus bei so digitalen Knechten, ja, die alle 2 Sekunden eine Nachricht kriegen. Und auf die Smartwatch gucken. Dreh verschoben, wir kommen dorthin, habt ihr an die bunten Tischdecken gedacht und so, weißt du, dieses beballert. Das ist einfach, dieses Handy signalisiert im Grunde, fuck you. Ja? Warum eigentlich Mainz? Also warum wolltest du eigentlich nach Mainz? Ja, weil ich dachte, für dich nahe von Karlsruhe. Super. Und für mich auf dem Weg in die Schweiz. Ach, das ist tatsächlich... Wir hätten auch in Zürich treffen können, aber da hast du ja Schiss. In den Kölner Dom durften wir ja nicht.
Nee. Da durften wir nicht drehen. Nee, aber die sind da wirklich, also in Kölner, sind sehr streng, was Moral und Sitten angeht. Ah, das ist ja auch, also... Für dich auf meistens Liebe, oder? Für mich? Hier. Geht nicht. Ach so. Ja, Pech für Noah, ne? Ja. Und du hast schon Großer Gott, wir loben dich gespielt und nicht ja, mal Highway to Hell. Ich habe auch gespielt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ja. Fährt durch das Meer der Zeit. Mein Lieblingschoral, der dann rausflog aus dem Gesangbuch, ein Haus voll Glorie schauet. Warum flog der raus? Zu selbstbezüglich für die Kirche. Und weil ja nicht alles Glorie ist. Mhm. Aber ich meine, ein bisschen zu streng, finde ich. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Aus ewigem Stein erbauet den Gott in Meisterhand. Und dann kommt die Modulation. Gott, wir loben dich. Gott, wir preisen dich. Oh, lass im Hause dein und sei willkommen. Ich habe meistens, wie man so sagt, im vollen Werk gespielt. Das ist so ein Knopf unten. Macht es dann. Und dann kommen alle 48 Register, die Orgel hatte, rein. Also du wolltest schon, dass man dich hört. Und ich wollte auch sozusagen die vielen falschen Töne, die bei mir drin waren, dass die nicht versteckt werden, sondern dass die als Statement über die Widersprüchlichkeiten des Menschseins in den Kirchenraum rauschen. Bist du irgendwie religiös? Ich muss das gleich. Hoffe, das gar ist, nicht. Ich bin ausgeprägt. Katholisch? Ja. Ah, ja, gut, warum nicht? Ja. Ja. Gut. Glaubst du an wirklich an den Gott, also an dieses Bild? Unscharf natürlich. Wir dürfen uns ja auch kein Bild machen. Ja, wir dürfen uns ja auch kein Bild machen. Also das ist ja verboten. Und unscharf, es ist etwas nicht fassbar. Deswegen heißt es ja der Glaube. Ja? Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen, sagte dann früher die Gemeinde, als es noch eine gab. Ne? Aber du selbst Superhirne wie Professor Ratzinger und so, haben ja da auf die letzten Fragen auch keine Antwort gewusst. Ne? Aber du lebst schon gläubig. Ne? Ja. Also, gehst du sonntags in die Kirche? Nein. Aber du liebst deine Nächsten. Ja, und zwar, wichtiger Zusatz, wie dich selbst. Das hast du nie, das hast du wirklich geschafft. Ich glaube, du und Raab, dass es nie was Privates von dir gab. Ja. In der Presse. Und da ist die Frage, weil viele sagen ja dann so, das klingt dann immer so, als hätte man das proaktiv gemacht. Reicht es nicht einfach, sich einfach nicht mit denen einzulassen? Oder muss man wirklich... Ja, aber du wirst ja in den Interviews gefragt und dann musst du dir halt immer eine schöne Geschichte aus. Ja. Also ich habe jetzt mit meinem Freund einen Bauernhof in der Eifel gekauft oder so. Darf ich das schreiben? Deswegen sage ich es ja. Ja. So, und dann wird es geschrieben. Und, also das ist eigentlich ziemlich schnell. Ich habe jetzt auch auf der Bühne noch eine weitere Tochter erfunden. Ah. Waldraut, wo ich sage, wir haben gerade kürzlich in Abuja in ihren 50. reingefeiert. Ich habe dir ein Praktikum bei Heckler & Koch beschafft und jetzt begleitet sie Sterbende auf der Ostalb. So. Und das wird aber auch im Wikipedia-Eintrag schon übernommen. Ja? Also, brillant. Das ist mir so per Zufall, weil ich sagte irgendjemand in einem Interview zu mir, sie haben 5 Kinder, sag ich, nee, 6. Ach, ja, ich habe das lange geheim gehalten, aber 50 Jahre alt, die Mutter war Menopausenaktivistin beim Goethe-Institut in Abuja. Und wir haben es sehr schön gefeiert und so, und dann wird es geschrieben. Ne? Der wichtigste Ausdruck ist ja, glaube ich, zurzeit ekelhaft. Also woraufhin die Top-Presse darauf hingewiesen hat, dass Ministerpräsident Söder gesagt hat, dieses Pamphlet ist menschenverachtend,
geradezu ekelhaft. Mhm. Also ekelhaft als Steigerung von Menschenverachten, mhm. was jetzt, sagen wir mal, jetzt für Sprachliebhaber mhm. zumindest eine Irritation ist. Weil man sagt, ist nicht eigentlich menschenverachtend das Schlimmste? Ja. Aber wenn dann, sagen wir jetzt in Zeiten des Wahlkampfs noch ekelhaft hinterhergeschoben wird. Hallo, guten Tag. Hallo. Selbstverständlich. Ja, sehr schön. Verstehen Sie Spaß? Ja, stimmt. Unser Guido. Ja, also, ja, ganz schön dreist. Ja, aber du musst das wirklich erbarmungslos entgegennehmen. Natürlich. Es bringt überhaupt gar nichts, irgendetwas zu wehren, sondern selbstverständlich hast du als Guido Kanz, C-U-N-T-S, unfassbare Erfolge mit Verstehen Sie Spaß gehabt. Ich gebe auch Autogramme. Ja? Ja? Aber guck mal jetzt, also ich muss ehrlich sagen, jetzt wird es mir fast ein bisschen zu warm. Gerade wollte ich sagen, das wenn die Sonne rauskommt, hat sie noch ganz schön Kraft. Ja. Ich traue. Nee, danke. Nein, danke. Ich hab's lieber bei mir. Ist kein Misstrauen. ist kein Misstrauen euch gegenüber, aber. Aber doch. Ach, Staatskanzlei, wow. Aber auch das ist meins. Da hast du ja woanders schon Scharfschützen. Ja. Oder? Vielleicht Scharfschützen, so Laserpunkt. Elektrogitter. Das ist ja die 100. Kurzstrecke. Ja. Das ist übrigens, habe ich völlig vergessen, ist sozusagen im Sog der aktuellen Ereignisse ging unter, dass das die 100. Folge ist. Und unsere Folge war die erste. Wir haben ein Croissant übrig. Könnten das wenn essen? Es so ist, ja, gerne. Ich bin ja im ersten Arbeitsmarkt, in der vermittelbar nehme ich mit. Wenn ich den Wunsch habe, wenn ich mir was hole, dann von diesen vier sympathischen Damen, das ja. ist doch meine Sache. Ja. Zum Beispiel Corona. Wir haben dieses Parkhaus, in dem du dich verläufst. Hier unten drin, wollen wir da reingehen? Wir haben eine Drehgenehmigung. Wir haben eine Drehgenehmigung. Flo, sag mal ganz kurz, was diese Drehgenehmigung gekostet hat. 500 Euro. 500 Euro? Das hätte uns da das habt lieber. Ihr euch aber über den Tisch ziehen lassen, oder? Vielen Dank, Harald. Ciao, Pierre. Mach es gut. Bis zum nächsten Flughafen. Wir sehen uns wie... Die Kinder sich auch müssen, glaube ich. Oh, ehrlich? Ah, nee, doch, ich bin nur zu schwach. Ich bin nur zu schwach. Komm gut nach Hause, pass Ciao. Auf dich auf, bleib gesund. Tschüss, Harald. Ach, das war die erste? Das war die erste. Toll. Und ich wollte unbedingt, dass wenn wir 100 schaffen, was ich mit sowas rechne ja, ich ja inzwischen ja, gar ja. nicht mehr, dass wir dann die 100. machen. Na, toll. Egal, was passiert. Ja. Egal, was passiert, machen wir die 100. Ja. So. Logo. Und da sind wir jetzt. Und da sind wir. Ach, guck mal! Das sieht aber toll aus. Ja, das ist wirklich schön. Da merkst du einfach, hier ist das Leben zu Hause. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Dürfen wir denn was speisen hier? Wir dachten, ja. hier ist total. Oder ist schon zu, die Küche eigentlich? Eigentlich ist es zu, aber wir hätten noch Currywurst mit Pommes oder ja. Pasta, nee. Also Penne mit Lachswürfel. Nee. Currywurst mit Pommes, ideal. Sehr gerne. Ja. Haben Sie alkoholfreies Bier? Hätte ich gern bitte. Bitburger oder Hebe? Bitburger aus der Region. Ich hätte gerne eine Coca-Cola aus der Region. Vielen Dank. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Und ich bin um ungefähr 6 Uhr wach. Ja. Und schon aktiv ja. oder dann noch? Ja, weil zwischen 6 und 9 wird sozusagen in den Deutschlandfunk-Interviews der Tag gesetzt. Das heißt, du machst eigentlich eine ähnliche Routine ja. wie zu Showzeiten? Ja. Ja, früher war es Phoenix vor allem, das weiß ich auch. Ja, aber Deutschlandfunk ist mit das Beste, weil die einfach wirklich die Leute dran haben, die du brauchst an dem Tag. Und sie kommen auch alle für ein Interview, ist heute auch kein Problem mehr. Ja? Und das höre ich mir an. Und dann ist es die gesammelte Information, die muss ja dann irgendwo hin. Also verwertest du noch in Gags? Mache ich so Notiz und so. Und das ist dann eigentlich zum Teil auf der Bühne, also für mein Programm. Und aber auch zum Teil in Interviews. Das ist eine neue, das ist sozusagen eine Kunstform, die du jetzt auch das totale Verschießen und Verschleudern von Material in Interviews. Also überhaupt nicht die Strategie, jetzt halte ich mich mal zurück, jetzt habe ich gerade Ding, sondern wenn 3 Interviews pro Tag angefragt werden, mache ich 3 Interviews. Das ist im Grunde eine neue Arbeitsweise, anstatt jetzt irgendwie ein Buch zu schreiben, weißt du?
oder eine Abrechnung. So alles. Aber du bist öde. Doch Autor, du musst doch jetzt ein Buch schreiben. Du hast doch nee. So viel Material. Nee. Ich bin Autor für die Bühne. Ja. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Dürfen wir da blättern, wer da vor uns drin war? Ja, bitte. Noch gar keine. Das ist. Ach, wir sind die Ersten? Ah, ja. Haben Sie die Tradition des Gästebuches jetzt erst angefangen? Ja. Ah, ja, gut. Ach so. Schön. Machst du einen Reim? Abteilung Richard von Weizsäcker. So. Ja, Minimalismus. Und nichts, aber nicht. Und jetzt hängst du eine neue Seite an. Natürlich. Das muss wirken. Ja. Und du kannst auch super lecker. Das oder Njam, 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 bist du das? Was ein Können wir ganz kurz loben, was für eine optische Sensation die Darreichung dieser, also wirklich, das und ist ja... Und Currywurst mit Pesto ist für mich eine neue Idee. Ja, hätte ich nicht gebraucht, aber ich finde es schön anzugucken. Wollt ihr einen Blick in den Landtag werfen? Natürlich wollen wir einen Blick in den Landtag werfen. Ja, wir werfen einen Blick in den Landtag. Lass uns doch mal einen Blick in den Landtag werfen. Schade, dass wir jetzt nicht die Schweizer Industrie den Blick haben, die wir da reinwerfen und dann gehen. Wäre ein schöner Gag gewesen. Grüß Gott, hallo. Hallo, ja, guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, Herr Krause. Ja, hallo. Dankeschön. Ja, danke. Oh. Das ist wirklich ein sehr ästhetisches Interieur. Es riecht auch so toll nach Holz aus dem Westerwald oder dem Hunsrück oder der Südpfalz oder woher auch immer. Und diese Einzelplätze, ist das für Leute, die normalerweise jetzt mit mir fotografiert werden? Oder wer also auf dem Fraktionsvorsitz? Guck mal hier, man kann die nur so... Nee, aber das kennst du das nicht? Das ist ja immer so, wenn irgendetwas Unsägliches gesagt wird, dann darf man ja hier so... Aber eigentlich ist ja die typische Geste inzwischen diese, dass man Desinteresse demonstrierend am Handy ist und eigentlich Fotos anguckt. Ja, je nachdem, wer spricht. Ja, ja, klar. Oder aber auch, dass man so, das ist parteiübergreifend hoher ethischer Standard, sowas. Ich würde mich aber zum Beispiel auch hier nicht hinstellen, zum einen aus Respekt vor dem Landtag von Rheinland-Pfalz. Ja. Auf der anderen Seite muss ich mir auch sagen, jetzt ganz ehrlich, erst ab Paulskirche aufwärts. Oder? Ja. Ich selber sehe mich doch eher in dem Bereich. Vielen Dank, Herr Gutierrez. Ja. Ja. Wo ist denn der Ausgang? So, jetzt gehen wir hier raus. Vielen Dank, tschüss Landtag. Ciao. Bringen Sie noch in den Keller. Ach so, das klingt komisch, aber gut. Oh, fantastisch. Sehr gutes Parkhaus. Aber das ist aber toll. Die traditionelle Verabschiedung im Parkhaus und Lernfähigkeit ohne Auto. Und Mainz ist viel toleranter. Ja, absolut. Und Harald Schmidt kommt. Ja. For free. Ja, fantastisch. Aber das heißt, wir verabschieden uns hier. Wir verabschieden uns in der Tiefgarage. Und dann gehen wir sozusagen in den Sonnenuntergang. Okay. Ja, ciao. Vielen herzlichen Dank. Ciao, war mir eine Freude. Tschüss, die Kolleginnen und Kollegen vom Team. Ja, ciao. Allzeit. Tschüss, mein Kleiner. Wir sind ja gar nicht mit dem Auto hier. Also ich bin mit dem Zug gekommen. Warum bin ich in dem Parkhaus? Das war die 100. Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Und Harald Schmidt. Fühle mich sehr geschmeichelt, dass er mich eingeladen hat. Wäre schön, wenn ihr uns, sagt man, einen Daumen gebt. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch. Und uns weiterempfehlt. Und natürlich können die Freaks unter euch uns auch in der ARD Mediathek gucken. Bis dann. Ich glaube nicht. War's das? Ja, sehr. Oder soll ich noch was anderes? Oder irgendwie so? Nee? Nee, ich glaube, können wir einen Teleprompter aufbauen, dann können wir noch mal eine sichere Version machen. Ist das so in dem Stil? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja? Ja. Ja. Oder vielleicht auch, dass ich sage, das sind meine Themen heute in der Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Ich freue mich auf Sie.